Hey Leute, wie geht's euch? Hier ist wieder euer Mirza Miyagi und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe Play Like Mirza hier auf meinem YouTube-Channel. My friends, in der letzten Folge Play Like Mirza habe ich euch ja gezeigt, wie ihr mit der 4-2-4-Formation am effektivsten nach vorne kommt. Offensiv-Tutorial war am Start, wie ich immer angreife, und ich bedanke mich hier auf jeden Fall erstmal von ganzem Herzen für die überragende Resonanz zu dem Video. Freut mich, dass es euch so sehr geholfen hat, und ich habe ja auch angeschnitten, dass es auch ein Defensiv-Video geben wird mit der 4-2-4. Falls ihr also erstmal das Offensiv-Video noch nicht gesehen habt, dann einmal hier klicken, ich werde es euch jetzt hier verlinken, und heute werde ich euch zeigen, wie ich defensiv agiere im 4-2-4, warum diese Formation doch viel kompakter ist, als man denkt, und was vor allem zu tun ist, damit man hinten gut steht. Gefällt dir das Ganze also? Und hast du Bock auf mehr von diesen Videos? Dann zeig mir das selbstverständlich mit einem Daumen nach oben. Schaffen wir die 2000 Likes hier auf das Defensiv-Tutorial, das kriegen wir hin, oder? Like-Button am besten zuspammen, und natürlich, wenn du nichts verpassen möchtest, lass ein Abo da, aktiviere die Glocke hier, dann bekommst du immer eine Benachrichtigung. Wenn du noch mehr Bock hast auf dein Mirza Miyagi, dann schau gerne bei meinen Livestreams vorbei, check die Videobeschreibung ab, da findest du den Twitch-Link. Du brauchst auch keinen Account. Ich bin immer Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag am Start. Einfach auf den Link klicken und du bist schon dabei bei der Mirza Primetime. Ich freue mich auf dich. Also, ich habe hier im Hintergrund einige Szenen vorbereitet, um dir einerseits einmal zu zeigen, wie sich die 4-2-4-Formation bei mir grundsätzlich verhält und was genau ich immer mache, wenn der Gegner einmal natürlich das Spiel erst aufbaut, von seinem Strafraum aus, wie man es hier sieht, bis zu seinem Mittelfeld und wenn er da oben vorne bei mir herumtunnelt. Ne? Ganz, ganz wichtig ist zu wissen, dass es verschiedenste Sachen gibt, die umzusetzen sind, damit diese Kompaktheit überhaupt erst herrscht. Und dazu bitte ich dich einmal natürlich, das Taktikvideo von mir anzusehen. Ich werde es dir hier jetzt mal verlinken, schaust dir danach am besten an, und falls du noch nicht das umgesetzt hast, setz die 4-2-4-Formation mit der Taktik so um. Du hast dort auch meine anderen Taktiken mit der Miyagi-Raute und so weiter, kannst du dir gerne auch anschauen. Und dann wird das erst in der Art und Weise so funktionieren, dass sich die Spieler bewegen, weil in der Mitte habe ich ja bei beiden Mitte abdecken und hinten bleiben, bei den beiden ZMs. Und das ist der Schlüsselpunkt bei der 4-2-4. Dadurch, dass vier Stürmer vorne sind, und nur zwei ZMs, also keine zwei ZDMs, also wirklich zwei ZMs, ist es wichtig, dass man mit diesen beiden Spielern hinten kompakt steht und ihnen die richtigen Anweisungen gibt. Ich mache dieses Video vor allem auch deswegen, weil viele Angst davor haben, die 4-2-4-Formation grundsätzlich das ganze Spiel über zu spielen. Also ich habe die letzten Weekend Leagues durchgehend mit dieser Formation als Hauptformation geballert. Ich habe 27 Siege damit auch geholt. Ihr seht im Hintergrund, da stehe ich aktuell 16-0, immer nur 4-2-4. Und eben wegen der Kompaktheit. Und wenn etwas eine Konstante hat, ne, in meinem Spiel, dann ist es meine Defensive. Ja, das kannst du mir auf jeden Fall glauben. Und deswegen, pass auf, ich zeige dir jetzt mal ganz kurz, wie ich immer agiere, wenn ich in das Game reinstarte, wenn der Gegner quasi seinen allerersten Angriff hat, Step by Step, einfach von dem, wie er hierher kommt und so weiter. Ich habe das alles in Szenen verpackt und was alles wichtig ist. Ich lasse mal die erste Szene laufen und dann können wir uns ja weiter reinstürzen. Also hier ist der Gegner jetzt mal unterwegs und möchte einfach das Spiel recht schnell aufbauen. Ich setze direkt ein Zeichen mit Makelelelele und hau den mal um. Das ist der erste Schritt. Jetzt in dem Fall, gut, nicht das Umhauen, sondern wie man quasi die Mitte zumacht, damit keine große Lücke da ist. Und das ist halt eben die große Angst. Aber pass auf, wenn der Gegner jetzt hier seinen ersten Pass macht, du siehst hier in dem Fall, dass ich, wenn der Gegner zwei, drei Pässe macht, immer hier einmal die Viererkette habe und dann, abgesehen von den Stürmern, meine beiden ZMs. Und beide ZMs sind sehr, sehr aktiv und arbeiten sowohl nach vorne gut mit, als auch nach hinten. Vor allem mein rechter zentraler defensiver Mittelfeldspieler, das ist in dem Fall Makelelelele, der ist gerade im Schiedsrichter drin quasi jetzt. Sozusagen, jetzt läuft er durch ihn durch, sehr schön. Ne? Kleinigkeit, die wir erkannt haben, jetzt Nuance. So, also, er ist unterwegs nach hinten, und da mein Makelelelele gering hoch Arbeitsraten hat, ist er immer auf Zack, wenn der Gegner die beiden Stürmer vorne anspielen möchte. Und das wollen wir immer verhindern. Das heißt, du willst schauen, dass er nie daherkommt, um mit den beiden Stürmern Doppelpässe zu spielen, okay? Manchmal geht er über den Flügel, das ist ja völlig in Ordnung, ja? Step by Step. Und das Erste, was ich persönlich immer mache, ist, dass ich mit einem von den beiden ZMs zurücklaufe und hier unterbreche.
Und das funktioniert auch im 4-2-4 tatsächlich. Da brauchst du keine 4-2-3-1 oder so. Wenn du im rechten zentralen Mittelfeld einen Defensivspieler hast, der mittelhocharbeitsraten hat oder gering hocharbeitsraten, dann wirst du das hier hundertprozentig hinbekommen. Weil ich habe schon, und da ich spreche aus Erfahrung, ich habe schon mit Spielern gespielt, die hatten beide hoch-hoch-Arbeitsraten. Ich hatte eine Zeit lang Kanté und dann bin ich auf Sanchez gegangen und der hat hoch-hoch gehabt und Llorente hatte auch hoch-hoch. Und das war eine Komplettkatastrophe, im 4-4-2 damals sogar noch, nicht nur im 4-2-4. Du brauchst unbedingt einen, der hohe Arbeitsraten in der Defensive hat und Mittelarbeitsraten oder gering in der Offensive, damit er weiß, das ist meine Rolle. Du brauchst da diese Kompaktheit. Na, und dazu brauchst du kein 4-4-2, da geht auch im 4-2-4 was. Ne? Und dementsprechend ist das immer der erste Schritt, dass ich hier zurücklaufe und hier das Ganze unterbreche. Und das funktioniert auch richtig gut. Und das Ziel sollte eigentlich immer sein, genau das im ersten Step zu machen. Du siehst hier, die Szene geht jetzt hier weiter und der Gegner kommt jetzt hier nochmal nach vorne, ein bisschen glücklich hier am Ball geblieben und jetzt passt er hier nach vorne und das ist dann der nächste Schritt, wenn der Gegner schon hier ist und hier auf deine Innenverteidiger losgeht. Ich gehe da gleich nochmal dazu ein. So, ich werde jetzt gleich hier den Ball erobern und zwar mit einem meiner beiden zentralen Mittelfeldspieler. Du siehst also von Anfang an, wenn du dir das hier anschaust in der Analyse, schau mal, wie kompakt und eng die Spieler hier stehen. Schau dir das an, ich spiele 4-2-4. Die ganze Zeit über. Ich wechsle keine Formation zwischendurch. Also du kannst auf jeden Fall Vertrauen haben, dass mit den richtigen Spielern und Anweisungen in der 4-2-4 die auch hinten kompakt stehen werden. Du musst nur genau wissen, wann du was zu tun hast. Und das zeige ich dir in dem Fall, was ich die ganze Zeit hier mache. Und zwar, wenn der Gegner hier jetzt nach vorne passt, bis hierher bist du mit deinen ZMs unterwegs, mit den beiden. Manchmal ziehe ich sogar Rashford mit nach hinten zurück, warum denn nicht? Nochmal mehr Support, ne? Wenn der jetzt hier nach vorne passt, so, das ist jetzt so eine Situation, wo du merkst, deine beiden ZMs sind hier und deine beiden Innenverteidiger sind hier, da ist eine kleine Lücke. So, wenn er jetzt hier nach vorne passt und da will jeder Gegner hin, dann ist es wichtig, dass du den Innenverteidiger anwählst und erstmal natürlich auf Abstand ein bisschen bleibst, aber aktiv an ihm dran bist. Das ist das Wichtigste. Er macht Doppel R1 zum Beispiel hier gerade und ich bin hier an ihm dran. Dieses aktive Verteidigen und wie du die Balance hältst und so weiter, habe ich in einem weiteren Defensiv-Tutorial verpackt, wo ich nur auf diese Sachen eingegangen bin, wie du die Doppel R1-Pässe, wie du die Übersteiger verteidigst und alles. Schau dir das gerne im Nachgang an. Ich werde es dir hier verlinken. Ist auch ein sehr wichtiges Defensiv-Tutorial. Aber grundsätzlich geht es halt hier jetzt in der Szene darum, dass du ja nicht zu stark auf ihn draufläufst, weil genau dann will er seine Skill-Moves machen und an dir vorbeiziehen. Wenn du hier den Abstand hältst, dann sieht er kommt nicht durch und er muss wieder zurückpassen. Du kannst dir das vorstellen, er ist jetzt hier außen, das hier ist deine Burg, okay? Das ist deine Burg, dein Castle und er will da rein. Und du bist hier und sagst so, bis hierher und nicht weiter. Wenn du rausläufst, dann läufst du quasi, dann machst du das Tor auf zur Burg, du willst voll auf ihn drauf und er kann selbst natürlich auch in die Burg rein. Wenn du hier nur bist, dann weißt du und zeigst ihm, du kommst da nicht rein, das ist vorbei. Ne? Und dann wird er versuchen, natürlich auf anderem Wege Zugang zu finden und bewegt sich nach hinten. Und das ist genau das, was du willst, weil jetzt bist du wieder mit deinen zwei ZMs unterwegs und die lässt du da hinten. Solange er nicht in der 1 gegen 1 mit dir hier in der Nähe ist, lässt du die, greifst du nicht an. Und dann wird es auch zwangsweise dazu kommen, dass er vielleicht einen Fehlpass spielt, weil die Überzahl hinten ist und du holst den Ball. Er passt hier runter und jetzt geht's los. So, er läuft jetzt hier runter. Und was will er jetzt hier gleich machen? Ja, er will den Umut-Pass machen. Er hat den Umut-Pass versucht. Das ist immer so ein Ansatz, wenn du merkst, dass der Gegner nach einem erfolgreichen Ballgewinn hier runterläuft und er läuft und läuft und schickt mit L1 seinen Spieler hier. Das ist genau das, was ich euch in dem Umut-Pass-Tutorial auch erklärt habe. Genau der gleiche Ansatz. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, das ist einer der gefährlichsten Angriffe ever, Leute. Bitte oben einmal dann klicken, schaut euch das Umut-Pass-Tutorial an. Das wird eure Offensive aufs nächste Level bringen. Glaubt mir das. Also schaut ihr das unbedingt an. So, der läuft jetzt hier runter und ich verteidige im ersten Schritt, in dem Fall ist es sogar CR7, glaube ich, der hier läuft, erstmal diesen Pass, weil ich möchte mich erstmal in den Passweg stellen und ihn daran hindern. Ich schaffe es aber nicht ganz. Manchmal schaffst du es und du setzt ihn unter Druck und er muss abdrehen. Das ist also wichtig. Und manchmal geht es einfach nicht. Und du siehst, ich merke hier, oh, es geht nicht. So, pass auf jetzt. Wenn du merkst, er läuft diese Wege, dann machst du der erste Schritt, dass du hier zuläufst und erwischst ihn vielleicht. Und wenn es nicht geht, dann musst du unbedingt mit deinem rechten Stick auf den Innenverteidiger wechseln und den aktiv zurückziehen. Denn wenn du das nicht machst, bist du am Arsch. Der wird dann, wenn er es richtig natürlich macht, durchkommen. Ich zeige dir später nochmal,
Auf der anderen Seite die gleiche Situation, wo es dann klappt. Er schafft es hier nicht, aber ich habe eigentlich auch verkackt, weil ich wollte den hier anwählen, habe aber den angewählt bekommen. Kleibler in dem Fall. Und ich hatte Glück, dass er hier tatsächlich im Weg stand, dass ich das geschafft habe, weil der wäre hier komplett durch gewesen. Also das war eigentlich nicht gut gemacht, weil du kannst, auch wenn du richtig anwählen möchtest, bei FIFA ist es eben das Problem, du wechselst richtig und er nimmt dir trotzdem den falschen Spieler an. Das heißt, fuck dich nicht zu sehr ab, wenn es dann nicht funktioniert. Ist einfach so, aber in den meisten Fällen sollte es klappen. So, nächste Situation auf der Gegenseite. Ich verteidige jetzt hier im 1 gegen 1. Da ist er jetzt vor mir. Du siehst, 1 gegen 1 in abwartender Position. Ich erobere mir hier den Ball und pass auf, was jetzt kommt. Ich passe nach vorne und bam, mache ich auf der anderen Seite den Umut-Pass und der gelingt in dem Fall und ich schieße das 1 zu 0. Wir schauen uns beides im Detail jetzt hier an. Wir gehen zurück und zwar erstmal die 1 gegen 1. Wenn der Gegner hier vorne ist, so, jetzt springt er in die nächste Szene. Hier, wichtig, 1 gegen 1. Das heißt, such immer den Gegner bzw. deinen Spieler, wähl den an, der genau gegenüber ist vom Gegenspieler. Also wirklich parallel, okay? Das heißt, bewegt er sich da lang, dann wählst du den hier an. Okay, ganz, ganz wichtig, lauf da nicht diese komischen Wege. Das hat mich ein bisschen verwirrt, weil die standen sich irgendwie selbst auf den Füßen. Ne? Ich habe es dann irgendwie hinbekommen, 1 gegen 1, wichtig, hab den Abstand. Schau mal, die sind ganz, ganz weird da unterwegs, die beiden. Die wollen scheinbar, dass er ein Tor schießt. Aber damit musst du halt auch klarkommen. 1 gegen 1 mit L2 und R2 Steps, das ist das Allerwichtigste. Falls sich jemand von euch gefragt hat, wie verteidige ich so, dass ich auf Abstand bin? Mit der L2 und mit der R2 Taste, die ist ganz, ganz wichtig. L2 sind die L2 Steps und mit R2 bist du nochmal flinker unterwegs, bisschen schneller. Wenn du dann in der Nähe von ihm bist, verteidigst du nur noch mit L2. Das hier zum Beispiel, ne, nur mit L2 jetzt. Und dann gehst du an ihn dran. Wie gesagt, in dem Defensiv-Tutorial, was ich vorhin eingangs erwähnt habe, da ist alles ganz genau drin. Auch die L2, die R2 Steps, wann du wann was machst, ob du oder wann du tackelst, was du zu tun hast. Das ist dann dort nochmal im Detail. Ne? Hier soll es wirklich konkret um die 4-2-4 und um die Kompaktheit gehen. Aber hier sind die L2, R2 Steps. So funktioniert das, okay? Jetzt habe ich den Ball hier erobert. Pass auf. Und ich passe nach vorne, so, und du merkst jetzt hier, sobald ich nach vorne gepasst habe, wie ich es im Umut-Pass-Tutorial erklärt habe, ich schicke sofort meinen Spieler, unten läuft Rashford und der Gegner macht was? Er will mich hier verteidigen, er will sich mit dem Spieler hier in den Passweg stellen oder Druck aufbauen, klappt aber nicht, weil es schon zu spät ist. Deswegen, was war der Fehler? Hier hätte er unbedingt mit dem rechten Stick auf diesen Verteidiger flicken müssen, einmal den rechten Stick rechts rüber quasi, und dann zurückziehen, zurücklaufen, mitlaufen, damit dieser Umut-Pass nicht ankommt, mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit nicht ankommt. Also, er macht es aber nicht und ich warte, bis er ungefähr auf gleicher Höhe ist und bam, kommt der Ball und ich bin durch. Und das war der Fehler vom Gegner zum Beispiel. Deswegen da immer zurückziehen, okay? Wenn du merkst, er will den schicken, zieh immer zurück. Wir schauen uns noch die letzte Szene an und da möchte ich dir nochmal grundlegend die Kompaktheit zeigen von der 4-2-4, wenn ich auch hier zum Beispiel einen Fehlpass spiele. Na, ich spiele einen Fehlpass und du siehst jetzt hier, anhand dessen, wie sich meine Spieler bewegen, dass grundsätzlich einfach die Kompaktheit da ist. Und das ist das, was ich so geil finde. Du spielst eine Formation, die anders ist als diese ganze klassische Meta, 4-4-2 und so weiter. Du spielst die, du hast Bock drauf und du stehst kompakt und offensiv so geil offensiv. Wirklich so mega, mega, mega geil. Schau mal, ich passe hier und verkacke und meine Spieler bewegen sich sofort mit nach hinten. Ich laufe zurück und es dauert nur eine Sekunde, bis die beiden wieder hier für die Kompaktheit sorgen. Das heißt, mach dir keinen Kopf, sondern warte ab und sei geduldig und einfach auch selbstbewusst mit dieser Formation. Das kannst du nämlich sein, das ist eine krasse Formation. Jetzt gerade jetzt auch, nach dem letzten Patch, wird es auch umso wichtiger sein, dass du eben auf Zack bist und dass du eben diese Umut-Pässe verteidigst, dass du immer schaust, dass du mit den ZMs auch arbeitest und wenn du den Ball dann eroberst, mit nach vorne gehst. Das ist das Allerwichtigste, die Ruhe zu bewahren und Vertrauen zu haben in diese Formation. Schau dir das mal an, wie die hier stehen. Finde ich einfach super. Es kommt viel mehr auf die Spieler und auf die Anweisungen an und dann kannst du jede Formation beherrschen, wenn du es richtig anstellst. Ja, my friends, so spiele ich in der 4-2-4, so agiere ich in der Defensive und nutze dann natürlich das Ganze auch für die Offensive. Und der Spielspaß, seit ich die 4-2-4-Formation spiele, hat sich bei mir extrem erhöht. Also in diesem Spiel ist es schwierig, gameplay-technisch grundsätzlich Spaß zu haben, aber wenn man sich in anderen Richtungen irgendwo den Spaß sucht, die Perspektive verändert, einfach mal taktisch was verändert oder einfach eine verrückte Formation spielt, die man auch dann gut beherrscht, dann wird man merken, hey,
man kann doch noch irgendwo auf eine Art und Weise Spaß haben. Und das kannst du genauso. Ich bin gespannt, ob dir das Video hier geholfen hat. Wenn dir das Video geholfen hat, na, und du dich damit jetzt weiterentwickeln kannst, dann zeig mir das bitte mit einem dicken, fetten Daumen nach oben. Du weißt ja, Support ist kein Mord. Abonniere meinen Kanal für mehr FIFA 21 Videos, Tipps, Tricks und Tutorials und gerne die Glocke aktivieren, ne? Da wirst du immer benachrichtigt, wenn ein neues Video online kommt. In der Videobeschreibung findest du den Weg zu meiner NGU to Glory, zu meinen Livestreams, wo du dabei sein kannst. Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, 21 Uhr ist immer Mirza Primetime. Du brauchst keinen Account, um zuzuschauen. Also einfach in die Videobeschreibung schauen, auf den Twitch-Link klicken und du bist am Start. Und erstellst du dir einen kostenlosen Account innerhalb von einer Minute, dann kannst du auch live mit mir dort kommentieren, mir Fragen stellen und schreib am besten, wenn du das erste Mal dabei bist, rein: Hey, Mirza, ich bin hier von YouTube das erste Mal mit am Start, okay? Ist ein Deal? Ist ein Deal. Alles klar, das war's für heute und wir sehen uns wie immer bei der nächsten Ausgabe. Tschüss! Bis dann!